In diesem Video schauen wir uns an, wie man den Shadow Downloader auf Ubuntu bzw. auf Ubuntu Mint oder auf Linux Mint installiert. Und als erstes sollten wir mal prüfen, ob denn Java auf unserer Linux-Maschine installiert ist. Dazu gehe ich hier auf den Start-Button und in den Software Manager. Bestätige hier mit dem Passwort und suche dann hier nach Java. Und findet ihr hier dann zum Beispiel oben JDK 7 mit dem grünen Haken, das heißt, es ist installiert. Damit kann dann auch der JDownloader gestartet werden. Als nächstes gehen wir dann auf die Homepage vom JDownloader, die habe ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, aber kann man natürlich auch über Google finden. Und hier auf Download. Hier wählen wir uns dann unser entsprechendes Betriebssystem raus. Wir haben hier Linux. Und wählen einen der beiden Download-Server, natürlich passend zu unserem Betriebssystem. Ich habe hier ein 64-Bit-Betriebssystem. Klicke ich also auf Download, werde ich auf einen Link von mega.z weitergeleitet. Und hier nehme ich hier dieses graue Kästchen, den Download mit dem Browser. Hier bestätige ich dann nochmal mit Datei speichern. Und hier oben ist jetzt die Datei drin. Wenn ich jetzt die Datei anklicke, wird vermutlich nicht viel passieren. Genau, es versucht es beim Texteditor aufzumachen, aber ist irgendwie nicht so erfolgreich damit. Die Linux-Veteranen haben schon entdeckt, dass es eine sh-Datei ist. Ich gehe jetzt mal in den Download-Ordner. Dort liegt sie drin. .sh heißt, die soll ich mal per Terminal aufrufen. Mit einem Rechtsklick lässt sie sich nämlich auch nicht irgendwie öffnen, sondern ich mache hier einfach das Linux-Terminal auf und navigiere hier in diesen Ordner. Einfach hier den Pfad rauskopieren und mit einem CD und Paste komme ich dann dahin. Hier hat er sogar schon gleich die Datei mitkopiert, das lassen wir aber mal sein. Jetzt bin ich in dem Ordner, kann mir den Inhalt anzeigen lassen und sehe hier genau unsere Datei. Ausführen sollte ich die als Root, deshalb machen wir ein sudo, dann .slash und die entsprechende Datei. Aha, da wäre sie jetzt ein bisschen. Kann nämlich sein, dass er die als nicht ausführbar ansieht, deshalb mache ich mal hier ein sudo su. Genau, bin immer noch in dem Ordner. Und dann versuchen wir es nochmal. Immer noch nicht. Okay, dann sollten wir die als ausführbar markieren. Und zwar mit changemod. Ich mache jetzt einfach mal 777. Und das auf die Datei. Und jetzt können wir es nochmal versuchen. Habe ich ein slash falsch gesetzt? Ah, slash nur falsch rum. Also gut. Dann mit Enter einfach bestätigen. Und er entpackt hier sogar das Java Runtime Environment. Insofern kann es sogar sein, dass er sein eigenes Java mitbringt und Java hätte gar nicht vorher installiert sein müssen. Die Installation an sich findet dann in der GUI statt, was ich persönlich ganz nett finde. Klick hier auf Next. Wieder auf Next. Hier wird der Chatloader einfach installiert. Kann man sich raussuchen, wo man das hinhaben möchte. Ich belasse es jetzt mal beim Standard. Hier wieder auf Next. Desktop-Eigen wird erstellt und Next. So, zu guter Letzt werden wir dann noch gefragt, was wir spenden möchten. Das können wir natürlich tun. Denn die Software ist ja kostenlos. Ich überspringe es aber hier mal mit Skip. Und hier kann ich mal den Haken drin lassen, dass der Downloader direkt nach der Installation ausgeführt wird. Und klicke hier auf Finish. Der Downloader ist jetzt also fertig geladen und kann benutzt werden.